Bis jetzt haben wir noch nicht den Weg weitergefunden. Was mich ein bisschen irritiert. Das ist er. Okay. Neuer Zielpunkt. Der genau an der gleichen Stelle ist wie der alte. Versteck der Jäger. Lauter Bananen. Und ja, das hier ist, soweit ich weiß, ein kleiner Dungeon. Bevor es dann... Ich muss hier raus. Ja, aber wie? Kann ich eine Fackel mitnehmen? Eine Flamme? Das hier ist ein kleiner Dungeon vor dem nächsten Titanen. Ich weiß aber nicht, inwiefern es ein Dungeon ist. Den Gegner da unten habe ich natürlich schon gesehen, ja. Spätestens jetzt, wo er mir hier durch die Wand eingeblendet wird. Und nein, das kann man nicht abfackeln. Okay, wahrscheinlich müssen wir irgendwie diesen Gegner da unten besiegen dann. Ich werde nochmal kurz das Gerudo-Messer aufsammeln. So. Und mit dem will ich jetzt aber gar nicht kämpfen. Ich will... Komm, Elektro-Großschwert. Wir geben es ihm richtig. Oh, verdammt. Oh nein, was habe ich getan? Okay, du bist sowas von tot, ja? Ob du es willst oder nicht? Die hauptsächliche Frage ist nur, ob wir es nicht auch sind. What? Was? Okay. Okay, ich habe nicht erwartet, dass der so viel Schaden macht. Aber hier drin gilt auch Mifas Gebet nicht, kann das sein? Oh nein, warte. Oh verdammt, er hat uns... Naja, entdeckt gewissermaßen. Hier drin gilt Mifas Gebet scheinbar nicht. Ah ja, wir haben übrigens im Hauptraum von vorhin etwas vergessen. Da war noch ein Banner, das man abfackeln konnte. Das habe ich gemacht. Das war jetzt nicht so der Akt, aber... Ich glaube, ich zeige hier keine Gnade. Und verwende einfach meine fetteste Waffe, die ich so habe. Das hat sich sogar gereimt, lol. Und was auch noch ganz sinnvoll wäre, wäre wahrscheinlich so erweitertes Essen hier. Das wäre halt das Letzte, was wir in der Richtung haben. Okay, wir heilen uns einfach nur mit einem hiervon und, keine Ahnung, ein paar hiervon und noch zwei hiervon. Aua! Haha, nimm das und das und das und das und... Komm, einer noch, Link. Yes! Okay, ich bin gespannt, was das für ein Schwert ist. Aber erstmal muss ich noch die anderen Liga hier besiegen. Wobei, warte, bevor die das aufheben. Nimm lieber ich das Schwert. So, einmal wegwerfen und her mit dir. Windklinge. Macht gar nicht mehr so viel Schaden. Ich habe keine Ahnung, warum der uns damit so mitgeben konnte. So, ihr verreckt jetzt einfach auch mal ganz schnell, bitte. Wobei, warte, das ist voll dumm, die mit so einer starken Waffe zu bekämpfen, wenn die auch hiermit nur zwei Schläge brauchen. So, wo ist noch einer? Da ist noch einer. Ich habe den großen Krieger da gesehen. Mann! Ich will noch diesen kleinen nervigen da. Ah, der große regt mich auf. Nein, kletter doch nicht da, Link! Mensch! Renn davon! Ich weiß, dass das nicht geht, aber... Tun wir zumindest mal so. Mhm. Könntest du ihn bitte... Boah. Ist halt dezent nervig. Wenn man ihn nicht erwischt. Zack, zack, tot ist er. Schwer
Schwertbanane und jede Menge Rubine. Perfekt. So, jetzt nur noch du. Und für dich verwende ich wieder meine Wächteraxt plus plus. So, schön auf Distanz halten. Ich meine, komm schon, wir haben weit stärkere Gegner als diesen Typen besiegt bis jetzt. Da werden wir den wohl auch hinbekommen. Okay, schön auf Distanz halten. Ist das das, was so viel Schaden macht? Nein. What the f... Okay, wir sind's gleich wieder. Nimm das, 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 das und... Was? Als ob, der war so gut wie tot? Okay, das ist interessant. Ich habe gerade den ersten dieser riesigen Wächter besiegen können, ohne dass ich überhaupt... Ohne dass er halt überhaupt seine Pfeife blasen konnte. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Ich habe ihn irgendwie gestunt, also halt in Stasis versetzt. Und dann nur noch auf ihn eingeschlagen, solange bis er halt tot war. Das klingt voll hart brutal irgendwie, aber ja. Jägeroffizier, dich werde ich erstmal fotografieren, wenn du schon so schön da stehst. Eventuell ist das Ganze mehr so als Schleichpassage gedacht. Ich meine, so Gerudo war immer schon eigentlich eine Schleichpassage und... Oh, da drüben steht eine Kiste. So. Zack, 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 zack. Zack. Und die nächste Wächteraxt auspacken. Ah, verdammt, jetzt zerpfeift er. Och nö. Aber solange ich dann nur noch ihm zwei Schläge mitgeben muss. Ah, nein, schnell weg hier. Ich meine, er muss mich nur einmal treffen. Er erinnert mich mega stark an diese Ritter, an die Nimbus-Garden aus Twilight Princess. Beziehungsweise aus, an diese Ritter aus Ocarina of Time. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch Nimbus-Garden waren oder nicht. Es kann gut sein, dass das das gleiche ist. Das Interessante an diesen Rittern in Ocarina of Time ist, dass sie auch im Gerudo-Tempel vorkamen. Also im Geistertempel. So. Nein. Stirb. Perfekt. Wow, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Bogentasche ist voll. Die Rubine nehme ich aber trotzdem gerne mit. Und diese Truhe hier würde ich gerne öffnen. Was haben wir denn hier? Ein Saphir, sehr schön. Da oben liegt auch eine Banane. Es gibt irgendeinen Grund, warum hier überall Bananen sind. Nintendo hat ihn mal verraten. Ich weiß ihn nur nicht mehr. Wir werden recherchieren und hier einblenden. Okay, die ist noch nicht geöffnet worden, die Türe. Das heißt, wir gehen weiter im Tempel. Und zwar geht's hier weiter. Um eine Ecke herum. Okay. Wir müssen scheinbar nicht gegen diese ganzen Offiziere kämpfen. Wir können uns hier drüber herschleichen. Naja, okay, schleichen sieht anders aus, aber es ist ein kleiner Weg, sich drum herum zu schummeln und es wird langsam auffällig mit den Bananen. Ich möchte schon wissen, was es damit auf sich hat. Ihr wisst es jetzt schon, ich nicht. Topas. Okay. Mit Topas kann ich leben, das ist vollkommen in Ordnung. Aber diese ganzen Bananen. Problem ist, hier sind vier von diesen Wächtern in einem Raum.
Ich glaube, ich habe offscreen was zu tun, Leute. Okay, eigentlich war mein Plan, jetzt rauszuschneiden, wie ich die alle bekämpfe, aber ich sehe gerade, da drüben ist eine Leiter und ich nehme mal an, mit genügend Geschick können wir uns an denen tatsächlich vorbeischleichen. Sonderlich weitsichtig dürften die auch nicht sein. Sinn, Gerudo, Rätsel, irgendwie... Hau, Link. Tu das nicht. Sonderlich weit können Gerudos nämlich irgendwie nie sehen, in keinem Teil. Ja, komm, dreh dich um. Verdammt. Verdammt. Okay, wir haben ein Problem. Ich habe auch keine Ahnung, wie man sich da hätte vorbeischleichen sollen jetzt, aber wir haben ein mehr oder weniger großes Problem. Es ist genau so groß, wie unsere Rüstung klein ist. Hier war eine Leiter. Die habe ich gesucht, denn die können wir entspannt hochklettern. Und hier hoch sollten die nicht kommen. Oh mein... Einen Scheiß sollten die nicht hier hochkommen. Und wieso hakt das Spiel jetzt so hart? Das ist gar nicht lustig. Was soll das? Ja, eigentlich bin ich zum Tode verurteilt, ne? Also das zu überleben ist... Wahnsinn. Ich könnte die ganzen Sachen hier mitnehmen. Wenn ich schon mal hier bin. Ja, okay. Ich muss die jetzt bekämpfen. Das mache ich offscreen.